Mike, what's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Ja, herzlich willkommen zu einer verregneten Folge in GTA. Oh. Da ich mich ja in der Mission, die wir vorbereiten, dazu entschieden habe, leise vorzugehen, werde ich die Vorbereitung etwas brutaler erledigen. Einfach um den Spaßfaktor jetzt ein bisschen zu erhöhen und dann, wenn dann in der Mission ernst zu spielen. Die Folge wird wahrscheinlich heute etwas kürzer ausfallen, wahrscheinlich sogar um die Hälfte kürzer sein. Weil die Folge in 6,5 Stunden hochgeladen sein muss. gestern ein bisschen verpennt und gestern lag ich im Bett, als mir das eingefallen ist, und dann hatte ich da auch keine Lust mehr zu, also habe ich gesagt, machen die Folge morgen ein bisschen kürzer. Ich war mal überlegen, ob ich sogar streame, aber die Internetleitung ist leider nicht gerade die beste. Und außerdem, was bringt mir das zu streamen, wenn sowieso keiner zuguckt, weil keiner weiß, dass ich das mache. Also, okay, ich sollte mich mal ein bisschen mehr aufs Fahren konzentrieren. Tschüss. Von daher. Wenn ich mal streamen sollte, dann streame ich auch nicht den Singleplayer, sondern dann mal streame ich den Online-Modus, weil im Online-Modus die Missionen sind dann immer etwas länger. Ich sollte einfach mal... Scheiße, falsche Knopf. Fängt auf jeden Fall super an. Ich habe aber auch schon seit einer Woche nicht mehr gespielt. Also so wirklich. Also daher bin ich ein bisschen raus. Lalalala. Und rechts rum. So, dann fahren wir mal. Dieser blöde Regen, ne? Ich habe eine Pistole, ich dachte ich hätte...
Security, get the cops! Security, get the cops down here! Ja, das habe ich gehasst. Komm schon. Jawohl, nein, 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 stopp, 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 stopp und zurück. Das Fahrzeug sieht auf jeden Fall noch sehr gesund aus. Mann, dieser blöde Regen, ne? Könnte der nicht einfach mal Ruhe geben? Wäre so schön. Ach ja. Schalala, fahren wir durch die Gegend. So. Lester, we got a pest control van. Good. I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. All right. I'll see if I can jump one. So, das ist unsere Gude unten. Wäre mir schlau gewählt. Da links die leichten, da
großer Anteil, damit wir ja, wer die letzte Folge gesehen hat, weiß das ja schon alles. Ja, Ausrüstung besorgen, jetzt wollen wir noch BZ-Gas beschaffen und dann geht's, ist es glaube ich schon soweit. Und ja, das machen wir aber in der nächsten Folge, weil ihr wollt ja sicherlich die Folge heute noch zu sehen bekommen. Damit sie noch rechtzeitig fertig wird, werde ich das wohl bis morgen erst fertig kriegen. Oh, du hast einen Pickel im Gesicht, Michael. Und einen leichten Bart. Na gut. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Tut mir leid, dass ich... Was? Auch noch nicht gesehen. Na gut, wir lassen ihn jetzt hier im Regen stehen und bis zur nächsten Folge, da klauen wir das nächste und dann gucken wir, was als nächstes dran steht. Da ist der Zug wieder. Na gut, bis dahin, haut